Der nächste Speaker ist Diplom-Informatiker, seit 2009 beim BSI und Leiter des MIRT. Was ist das MIRT? Das MIRT ist das Mobile Incident Response Team. Und er wird uns einen kleinen Überblick über das BSI und seine Einsatzzwecke liefern. Von der Einzelfallberatung bis zum MIRT. Freut mich sehr, Vorfallsunterstützung durch das BSI von Michael Dwudzet. Kein Problem. Ja. Ja, danke für die Einführung. Wurde ja gerade schon gesagt, ich bin seit etwas über 10 Jahren jetzt beim BSI. Die große Zeit davon beim Computer Emergency Team des Bundes, ZERT-Bund, und jetzt seit einem Jahr beim MIRT, will ich noch ein bisschen was zu sagen. Das ist das Incident Response Team, was rausgeht vor Ort hilft, also mobil im Sinne von Mobilität und nicht im Sinne von Mobilfunk. Also wir haben nichts mit Handys oder anderen Sachen zu tun. Dann dachte ich, ich war mal ein bisschen interaktiv mit einer kleinen Raterunde und mit einem mit einem kleinen Rätselbild und wollte einmal in die Runde fragen, was seht ihr da? Kekse ist schon mal richtig. Einfach reinrufen. Da ist noch irgendwas. Salted. Oder anders ausgedrückt, versalzene Cookies. Das war nämlich der Worst Case einer Risikobewertung einer kanadischen Keksfabrik in Bezug auf Cyberangriffe. Die haben nicht gesagt, okay, wenn wir angegriffen werden, fallen die Maschinen aus oder schlimmstenfalls modifiziert einer unser Rezept, dann müssen wir so eine Tagesproduktion wegschmeißen, Maschinen neu aufsetzen und können am nächsten Tag einfach weitermachen. Das Problem war, sie hatten einen Angriff, die Angreifer waren im Netz, haben dann versucht, im Netz aufzuklären, wahrscheinlich, wenn Sie eine so kennen, so Tools wie Nmap und andere Sachen können ja auch schon mal aggressiv sein. Und diese Tools haben dann die Produktionsmaschinen so aus dem Tritt gebracht, dass sie nicht mehr steuerbar waren. Und das Problem war, dass der Keksteig in den Rohren festgebacken ist, also wie Beton wurde. Sie haben ihn nicht mehr rausbekommen und statt einem Tag Ausfallzeit dauerte es, glaube ich, bis sie wieder ganz am Netz, also in der Produktion waren mehrere Wochen, weil sie teilweise die Verrohrung rausschneiden mussten, neue Rohre einbauen mussten. Also im Gegensatz zur Risikobewertung, die sie vorgemacht haben, die vielleicht ein bisschen naiv war, doch ein ganz anderes Schadensbild hatten. Und das Ähnliches haben wir, glaube ich, auch im letzten Jahr öfters auch bei Unternehmen und Organisationen in Deutschland gesehen, in Bezug auf Ransomware, dass da ganz andere Risikobewertungen im Vorfeld waren, wenn da überhaupt welche waren, und man auf einmal vor dem Problem stand, ja, alle meine Daten sind weg und ich komme nicht mehr dran. Soll es heute auch ein bisschen drum gehen im letzten Teil. Erstmal eine kleine Einführung, werden es die meisten kennen, das BSI, deswegen gehe ich da relativ zügig drüber. Dann, worum es im Talk vor allem gehen soll, ist Vorfallsunterstützung. Das heißt, was bietet das BSI an, wem bietet es das an und wie ist da unsere Bandbreite, was ist alles in unserem Korb drin. Und dann mal im letzten Teil noch einen kleinen Einblick in gezielte Ransomware-Angriffe und was dann auch so ein MIRT zum Beispiel vor Ort tun kann, das Mobile Incident Response Team. Das BSI ist die nationale Cybersicherheitsbehörde des Bundes. Man sieht den Leitsatz vorne dran. Wichtig ist, glaube ich, mitzunehmen, dass das BSI gestalten will, Informationssicherheit, also nicht nur begleiten oder irgendwie da ein bisschen was drin tun, sondern auch aktiv an dem Prozess teilnehmen, wie Informationssicherheit auch ausgestaltet wird in allen Bereichen der Informationssicherheit, Prävention, Detektion und Reaktion und auch in alle Zielgruppen, sei es sowohl Staat, Wirtschaft als auch Gesellschaft. Mal ein paar grobe Kennzahlen fürs BSI. 135 Millionen Euro Budget haben wir so im Jahr. Werden nächstes Jahr 30 Jahre alt als Behörde. Haben aktuell um die 1300 Stellen. Sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Deswegen hängen wir noch so ein bisschen hinterher, die Stellen auch zu besetzen. Aktuell haben wir um die 1000 Mitarbeiter. Auch einen sehr hohen Frauenanteil für die IT-Branche mit fast 30%. Und ja, wir sind eine sehr technische Behörde, das heißt 80% der Mitarbeiter im BSI haben einen MINT-Abschluss und kein Jurastudium oder
Volkswirtschaft oder andere Sachen wie in sonstigen Behörden. Wenn man sich das mal jetzt im Organigramm anguckt, hat das BSI 7 Abteilungen, plus natürlich die Zentralabteilung wie jede Behörde. Und gehe ich nur schnell drüber. Wir haben zum Beispiel eine ganze Abteilung mit Technikkompetenzzentren, wo sich einzelne Referate nur mit einzelnen Fachthemen auseinandersetzen und dort versuchen, sozusagen jeweils am Puls der Zeit zu bleiben, sei es 5G, sei es Industriesteuerung oder auch sowas wie Betriebssystemsicherheit, wo sich Mitarbeiter den ganzen Tag nur um solche Themen kümmern können. Dann das Erkennung, sehr starke Standbein des BSI, die Kryptotechnik, Design von sicheren Kryptoalgorithmen und Prüfung von bestehenden. Und da, wo wir jetzt reinkommen, wenn es um Vorfälle geht, ist die operative Cybersicherheit. Die ist so zweigeteilt, wie man es vielleicht so ein bisschen kennt, in die Detektion und die Reaktion. Das heißt, wir haben einmal den Detektionsbereich, der sich vor allem an die Bundesverwaltung richtet, wo sowas wie das Bundes-SOC drin ist und auch die ganzen Detektionssysteme des Bundes. Und die Reaktionsseite, wo die ganzen Incident-Response-Teams drin sind, aber auch der Thema Lage und Lagebild und so auch das IT-Lagezentrum des Bundes. Und auch das ZERT-Bund und das MIRZ als die beiden Teams, die bei Vorfällen aktiv sind. Ja, zum Rest und der Vollständigkeit halber, BSI macht auch Standardisierung, Zertifizierung, sichere elektronische Identitäten, ganz große Abteilung für die ganze Beratung von Bund, Länder und Kommunen. Und was jetzt auch noch gerade im Bereich Kritis wichtig ist, es gibt auch die Abteilung Cybersicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft, wo die ganzen Kritis-Referate drin sind mit den Sektorbetreuern, wo es jeweils für einzelne Sektoren jeweils Betreuer gibt, die sich dann auch ein bisschen tiefer mit der Materie auskennen. Jetzt hatte ich von Zielgruppen geredet. Die drei Zielgruppen hatten wir eben im Leitsatz so drin. Und die können natürlich unterschiedlich stark betreuen. Ganz klar, für die Bundesverwaltung ist das BSI eine operative Behörde. Wir haben Schutzsysteme, Detektionssysteme, bei Vorfällen helfen wir auch sofort. Mit der Wirtschaft, Forschung und Medien machen wir das kooperativ. Da sehen wir nachher, was es alles für Angebote geben kann, aber da tut man das gemeinsam und in Abstimmung. Und für einen Bürger ist es für so eine kleine Behörde natürlich zu viel, die alle individuell zu betreuen. Deswegen versuchen wir Richtung Bürger vor allem Informationsangebote herauszugeben. Das jetzt nur als Schnelldurchlauf durchs BSI. Jetzt zum interessanten Teil, Vorfallsunterstützung. Ich hatte eben schon kurz was zu Zielgruppen gesagt. Und jetzt, wenn wir an die direkte Vorfallsunterstützung gehen, das heißt, ich habe einen Vorfall, ich habe ein Problem, wen darf das BSI unterstützen? Als Behörde sind wir natürlich da an Gesetze gebunden und dürfen nur das machen, was uns irgendein Gesetz in Deutschland erlaubt. Und da gibt es zum Beispiel das BSI-Gesetz, wo definiert ist, wem dürfen wir in Deutschland direkt bei Vorfällen helfen. Da gibt es natürlich einmal die Institutionen der Bundesverwaltung, die da drin stehen. Gerade gibt es ja noch die Diskussion zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was dieses Jahr voraussichtlich verabschiedet wird. Da wird noch diskutiert, ob man auch die Landesverwaltung dazu nimmt. Und seit ein paar Jahren können wir auch Betreiber von kritischen Infrastrukturen gemäß der Rechtsverordnung auch direkt unterstützen. Hört sich jetzt nicht so viel an, ist ein bisschen eingeschränkt, aber es gibt da noch einen öffnenden sozusagen Absatz, der uns auch ein bisschen mehr erlaubt. Und zwar kann das BSI auch in begründeten Einzelfällen anderen helfen. Und dazu muss der Angreifer oder der Angriff eine besondere technische Qualität haben. Also zum Beispiel ein gezielter Angriff mit einem staatlichen Hintergrund auf ein Hochtechnologieunternehmen in Deutschland würde zum Beispiel darunter zählen. Oder die Wiederherstellung der Systeme, die angegriffen sind, ist in einem besonderen öffentlichen Interesse. Das haben wir zum Beispiel im Kritis-Bereich, wo wir zum Beispiel Krankenhäuser haben, die nicht die Kritis-Schwelle erreichen, also nicht offiziell kritis sind. Aber wenn so ein Verbund aus 7, 8 Krankenhäusern keine funktionierende IT hat und zwar kein Kritis ist, aber da ist trotzdem schon die Wiederherstellung der Systeme doch schon in einem öffentlichen Interesse. Also so kann man dann auch argumentieren für die direkte Unterstützung. Was dann noch als letztes dazu kommt, ist die Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe, wenn uns eine Polizei anfragt, bei Ermittlungen zu unterstützen oder bei Analysen, können wir das als BSI machen. Und das ist erstmal nur die direkte Unterstützung. Wir werden nachher noch sehen, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Das heißt, mehr als diese direkte Vorfallunterstützung. Und
da gibt es eine ganze Reihe Maßnahmen, die wirklich bis hinunter zum Bürger auch funktionieren, die wir da anbieten können und die allen auch weiteren Unternehmen in Deutschland zur Verfügung stehen. Und das sehen wir jetzt im Einzelnen. Wenn wir jetzt uns Vorfälle anschauen, dann denken die meisten ja an den Zeitpunkt, wo so etwas passiert, ab dann habe ich einen Vorfall. Wenn man sich das mal so im Größeren anguckt, guckt man eigentlich so den Vorfall meistens in so einem Kreis an, im sogenannten Incident Response Lifecycle, hier mal nach der Definition der NIST. Und das ist immer ein Kreis. Das heißt, ich bereite mich auf einen Vorfall vor, ich muss ihn dann irgendwie detektieren. Wenn ich ihn detektiert habe, kann ich ihn analysieren, dann kann ich ihn eingrenzen, meinen Schaden beseitigen, in die Wiederherstellung gehen und am besten noch nachher was daraus lernen, dass ich wieder fürs nächste Mal besser aufgestellt bin und nicht unbedingt den gleichen Vorfall habe. Das heißt, und in diesem Kreis gehe ich euch einmal durch, was das BSI überall wo anbietet. Jetzt natürlich der erste Teil ist so, noch die Vorbereitung, ist natürlich dann erstmal papierlastig. Das heißt, BSI bietet da erstmal eine ganze Reihe an Papieren an, angefangen beim Grundschutz, EASI-Reihe, Mindeststandards oder auch sowas wie technische Richtlinien, wo jeder reinschauen kann, sich als Hilfe nehmen kann, um sich auf so einen Vorfall vorzubereiten, als allgemein. Wenn wir im Bereich Kritis gehen, gibt es da auch spezielle Standards. Für Kritis jetzt die sogenannten branchenspezifischen Sicherheitsstandards oder B3S. Da hat man sich für die jeweiligen Sektoren überlegt, dass jeder Sektor so seine eigenen Anforderungen hat. Wenn ich zum Beispiel im Wassersektor bin, ist es vielleicht wichtiger, dass das Wasser zu den Bürgern kommt oder das Abwasser halt gereinigt wird. Also die Verfügbarkeit ist relativ wichtig, aber wenn da mal so ein paar Kundendaten verloren gehen, ist das weniger wichtig. Im Krankenhaus ist vielleicht so der Verlust der Kundendaten doch so ein bisschen schwieriger oder halt schlimmer, wenn die persönlichen Patientendaten da abhanden kommen. Deswegen muss man pro Sektor dann auch unterschiedliche Standards setzen. Und das können die Sektoren jeweils für sich vorschlagen, was sie da an Standard haben wollen. Und das BSI segnet diesen Standard dann ab. Und bisher gibt es Standards für Wasser, Abwasser, Ernährung, Energie, Gesundheit und auch Transport und Verkehr. Und sobald es diesen Standard gibt, kann sich da jeder an diesem Mindeststandard orientieren. Und wer kritisch ist, muss sich auch an diesem Mindeststandard halten. Jetzt ein sehr wichtiger Aspekt, der, glaube ich, dann auch hier sehr gut gepflegt wird in der Vorbereitung, ist das Networking, dass man sich mit anderen austauscht. Da bietet das BSI oder betreibt es teilweise, unterstützt es teilweise diverse Austauschzirkel, angefangen bei der Allianz für Cybersicherheit, wo jeder rein kann, für Kritis, der sogenannte UP-Kritis. Dann, wenn wir auf die CERT-Schiene gucken, also das Ganze, was rund um Computer Emergency Response Teams ist, gibt es einmal, sehen wir links unten, den Verwaltungs-CERT-Verbund für alle Verwaltungs-CERTs oder auch den CERT-Verbund oben, wo jedes Security-Team oder auch CERT oder CERT in Deutschland Mitglied werden kann und sich da austauschen kann. Und als letztes noch gibt es den G4C, das ist das German Competence Center Against Cybercrime, wo sich diverse Unternehmen, insbesondere Banken, mit dem BKA und auch dem BSI zu Cybercrime austauschen. Und um das Preparation so ein bisschen abzuschließen, bietet das BSI auch Übungen an. Übungen gehören ja auch teilweise zum, sind ja in den BSI-Standards teilweise enthalten. Im Notfallmanagement sind sie essentiell. Und da bietet das BSI solche sowas wie Musterübungskoffer an, wo man fertige Planbesprechungen, Notfallplantests findet. Das heißt, ich muss gar nicht für meine Organisation groß alles selber vorbereiten. Ich habe das schon von der Einladungs-E-Mail bis hin zum Vortrag zu der Übung, bis hin zu so einem wirklichen Regieplan während der Übung alles enthalten, dass ich nur noch auf meine Behörde oder auf meine Organisation anpassen muss. Und die gibt es auch kostenlos, zum Beispiel in der Allianz für Cybersicherheit zum Download. So, jetzt sind wir, Vorbereitung ist weg. Jetzt kommen wir zum Bereich Detection. Da bietet das CERT-Bund des BSI den sogenannten CERT-Bund-Reports-Dienst an. Und das heißt, da werden ISPs und Provider in Deutschland über kompromittierte Systeme oder Fehlkonfigurationen in ihren Netzen informiert. Wir kriegen im BSI relativ viele Meldungen aus diversen Feeds.
sei es Shadow Server, Spam House, diverse Sinkholes, die uns die Daten geben, die werden ausgewertet und täglich an die jeweiligen Provider verschickt, dass die ihre Kunden informieren können, weil die Provider sind die, die die jeweiligen direkten Kundenkontakte haben. Wenn wir halt eine Telekom-IP sehen, können wir es keinem Kunden zuordnen, das kann nur die Telekom. Und da gibt es aber dann für Kritis oder auch für Behörden, die können sich in ihre jeweiligen Portalen auch ihre IP-Adressbereiche registrieren und dann würden sie auch sofort selbst benachrichtigt werden, wenn es zum Beispiel offene RDP-Server oder halt nicht gepatchte Systeme öffentlich erreichbar in ihren Netzen gibt. Und zu Kompromittierung und Fehlkonfigurationen gibt es teilweise so 10.000 bis 50.000 Benachrichtigungen pro Tag an die deutschen Provider, so als Hausnummer. So, jetzt haben wir mal den ganzen Block vor Vorfällen, bevor es wirklich passiert ist, abgehandelt. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, ich habe jetzt von der Detection-Seite nur das erwähnt, was wir in Richtung Kritis, Unternehmen, Internet machen. Den ganzen Bereich Bundesverwaltung habe ich hier ausgegliedert, weil das, glaube ich, hier weniger interessant, weil da wirklich nur für die Bundesverwaltung ist, dass wir da noch einen SOC haben und andere Sachen für Detection. Skaliert halt nicht dann für außen. Aber kommen wir jetzt mal zum Vorfall. In der Regel ist ja so, ein Vorfall beginnt und irgendjemand bemerkt Rauch. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, deswegen ist ein bisschen eingekreist. Ja, die Scheune brennt noch nicht, ich sehe, oder brennt vielleicht schon, aber ich sehe erstmal Rauch. Was mache ich dann? Wenn ich eine Behörde bin oder wenn ich eine kritische Infrastruktur bin, ist das gesetzlich geregelt. Ich muss erstmal melden. Gut, ich muss erstmal meine Incident Response machen, aber ich muss auch melden ans BSI. Da gibt es gesetzliche Verpflichtungen, einmal für die Bundesverwaltung, es gibt Vereinbarungen mit Landesverwaltung und für die Kritisbetreiber gibt es in den diversesten Gesetzen auch Verpflichtungen, sei es im BSI-Gesetz, im Atomgesetz, Telekommunikationsgesetz oder auch Energiewirtschaftsgesetz und so weiter, gibt es jeweils Meldeverpflichtungen ans BSI. Das ist aber nur die gesetzliche Seite, was uns natürlich viel lieber ist oder auch meistens besser ist, sind die freiwilligen Meldungen. Durch die ganzen Kontakte, die man hat, durch die Zirkel, die ich eben im Networking erwähnt habe, kommt es, dass dann über diese Kontakte halt auch freiwillig gemeldet wird und sich dann zu einem Vorfall auch ausgetauscht wird. Wer will, über die Allianz für Cybersicherheit kann man auch anonym Vorfälle melden oder sonst auch direkt und meistens auch halt gerade diese freiwilligen Meldungen wertvoll, weil da will wirklich jemand sich zu einem Vorfall austauschen. Bei der gesetzlichen Meldung ist es ja oftmals so, die muss ich abgeben, da will ich nicht unbedingt vielleicht melden und dann lasse ich vielleicht auch erstmal den Juristen dreimal drüber gucken, was alles rausgestrichen werden kann, was ich nicht unbedingt melden muss. Ja, jetzt hat eine Organisation das BSI gemeldet, was macht das BSI jetzt damit? Lochen abheften, nicht unbedingt, ist alles digital bei uns, aber wir versuchen natürlich auch zu unterstützen. Und das Erste, was man natürlich machen kann, ist auf einer technischen Ebene versuchen, denen zu helfen. Das heißt, wenn jemand Hilfe braucht, kann man erstmal mit dem eine Telco machen oder eine Videokonferenz und die entsprechenden Fachexperten vor Ort holen. Ich muss zugeben, Bild ist natürlich ein bisschen groß aufgefahren, das wäre eher so ein Krisenstab schon fast. In der Regel reißt es ja auch beim einfachen Vorfall, dass man einen Incident-Händler hat, vielleicht einen Forensik-Experten oder jeweiligen Experten für das System und dann zu zweit oder zu dritt mit der jeweiligen Organisation mal telefoniert und mit dem also ein paar Sachen durchgeht. Sei es Triage, den hilft zu bewerten, was sollte man vielleicht zuerst machen, mit denen das Vorgehen abstimmt oder auch Maßnahmen empfiehlt, die sie machen sollten. Das heißt, versucht auf einer technischen Ebene, denen erstmal Beratung zu geben. Wenn das nicht skaliert, das heißt, es rufen vielleicht zu viele an, gerade bei Ransomware gibt es auch diverse Papiere, die man dann einfach rüberschicken kann. Wir haben so ein Papier, das nennen wir Erste-Hilfe-Maßnahmen, wo aufgelistet ist, was ich jetzt alles bei so einem Vorfall tun muss. Wir haben Forensik-Leitfaden oder auch so ein Papier, wie arbeite ich in einer verseuchten Umgebung, wenn ich weiß, dass mein Netzwerk kompromittiert ist und wie mache ich dann damit weiter. Das ist erstmal so, sage ich mal, so auf der Fachebene die Hilfe. Was wir aber auch machen, ist zum Beispiel Managementberatung. Das heißt, eine Firma hat ein Problem und wir können auch auf dem Level
des Managements beraten, das heißt zum Beispiel zum IT-Krisenmanagement oder Krisenkommunikation, gerade so ein Mittelständler hat da vielleicht weniger Erfahrung mit oder ein kritisches Unternehmen, wie Krisenkommunikation geht. Und was wir oft auch hören, ist, dass sich sozusagen die Fachebene wünscht, die haben Vorfall, die wollen was machen, aber irgendwie kriegt es das Management, ja, will es nicht so umsetzen, wie es eigentlich von der Fachseite gefordert ist. Und da hilft es dann, wenn das BSI sagt, also wir reden im Management, sagen, das ist schon ganz sinnvoll, was vielleicht eure Techniker da vorschlagen, tut das doch. Und dann wird das eher umgesetzt, als wenn das nur ein einfacher Admin aus der Firma tut. Und wie gesagt, das hören wir öfters. Genau, das kann ich kurz erklären, die Managementberatung. Man sieht hier so ein kleines Höhenmesser mit einer roten Linie. Wir haben auch ein Konzept geschrieben, das nennen wir rote Linienleitfaden. Und zwar geht es darum, wenn ich einen Sicherheitsvorfall habe, gerade, sage ich mal, einen Spionagevorfall, dann will ich ja nicht zu schnell unbedingt direkt Maßnahmen ergreifen, die der Angreifer vielleicht mitbekommt, weil der ist schon seit ein paar Monaten im Netz und wenn ich jetzt irgendwie unkoordiniert was mache, dann kriegt er das vielleicht mit, kann auch sabotieren oder sich seine Spuren verwischen. Und ich sag mal, was stört es jetzt, wenn ich erstmal anfange zu ermitteln, Forensik zu machen, ohne dass der Angreifer es mitbekommt, wenn ich ihn dabei beobachten kann. Und so ist das rote Liniendokument entstanden, dass ich dann mir im Vorfeld überlegen muss, was sind rote Linien, wo ich die Reißleine ziehen muss, wenn ich das mitbekomme. Also wenn zum Beispiel der Vorfall in die Öffentlichkeit kommt, wenn er bisher nur, sag ich mal, auf einzelne Clients Zugriff hatte und auf einmal sehe ich, dass er auf dem File-Server oder auf dem Active Directory-Server was tut, dass ich mir dann überlege, was sind für mein Unternehmen roten Linien, dann auch direkt, was sind Maßnahmen, die ich dann sofort umsetzen muss, wenn das passiert. Und es wird auch Wert darauf gelegt, dass ich diese Maßnahmen vordefiniere und auch vorher zum Beispiel von der Geschäftsleitung unterzeichnen lasse, dass, wenn es dann soweit kommt, der jeweilige Administrator sofort mit den Maßnahmen beginnen muss und nicht, ich habe meine Mindesthöhe schon unterschritten, aber ich muss erstmal ein Komitee einberufen, ob ich wirklich die Reißleine ziehen darf oder nicht, dann ist es auch zu spät. Daher das Bild und das mal so als Bereich Managementberatung. Also wie gesagt, jetzt sind wir noch im Bereich Beratung, wo man mit den Leuten redet. Manchmal skaliert auch Reden nicht. Dann, wenn es zu viele sind, dann würden wir externe Experten vermitteln. Wir haben da ein Verfahren aufgesetzt, wettbewerbsneutral, wo jedes Unternehmen sich bewerben kann, draufkommen kann und wo man mit dem Unternehmen, also wo man erstmal transparent macht, was sind Mindestkriterien, die wir von einem zum Beispiel Incident-Response-Dienstleister erwarten, was er alles bei sich hat oder was er anbietet, wie er mit Sachen umgeht. Dann wird er zum Interview eingeladen, macht so einen kleinen Testcase, spielt ein BSI durch und wenn wir dann sozusagen der Meinung sind, den kann man guten Gewissens empfehlen, dann würde er auf die Liste der qualifizierten Dienstleister kommen. Und im Moment gibt es zwei Listen, sowohl für Advanced Persistent Threat Response, also sage ich mal klassische Incident Response bei größeren Vorfällen und auch für DDoS Mitigation, die findet man auch auf den Webseiten des BSI, sowohl die Dokumente und die Firmen als auch den Prozess, wie ich mich da draufsetzen lassen kann. Ja, neben externen Experten können wir auch die Koordination mit Sicherheitsbehörden unternehmen, weil wenn ich einen größeren Vorfall habe, sind ja oftmals mehrere Behörden involviert. Das heißt, ich erstatte zum Beispiel eine Strafanzeige, kommt die Polizei mit rein. Ich will Hilfe haben bei der Aufklärung, wenn ich mich vielleicht ans BSI, es ist vielleicht ein Spionagevorfall, dann würde das Bundesverfassungsschutz reinkommen. Und all diese Behörden sitzen im Nationalen Cyberabwehrzentrum und einen Vorfall könnten wir in dieses Nationale Cyberabwehrzentrum bringen, den dort diskutieren und dort auch die Reaktion aller Behörden würde dann dort koordiniert werden. Hat auch für den, sag ich mal, fürs Unternehmen Vorteile, wenn ich am Montag das BKA, am Dienstag das BSI, am Mittwoch das BFV und vielleicht noch am Donnerstag das LKA vorbeikomme, man immer alles neu erzählen muss, sondern wird man ja schon erwarten, dass sag ich mal, vom Staat, wenn dann eine Reaktion erfolgt, dass sie auch einigermaßen koordiniert abläuft. Was aber wichtig ist, Koordination mit Behörden erfolgt in Absprache mit den Betroffenen. Das heißt, wenn wir zu einem Vorfall kommen,
sehen, da ist ein Angriff erfolgt, empfehlen wir natürlich den Betroffenen, eine Strafanzeige zu erstatten. Ob er es macht, ist aber, liegt in seiner Hoheit. Und wenn er keine Strafanzeige erstattet und zum Beispiel nicht will, dass mit der Polizei geredet wird, würden wir auch nicht mit der Polizei über diesen Vorfall reden. So, jetzt sind wir im Bereich bisher Beratung, Koordination. Wir haben ein klein bisschen technischer. Was oft auch nur fehlt, ist Unterstützung bei Analysen. Das heißt, man hat einen Vorfall, man hat zwar jetzt so ein bisschen drauf reagiert, hat was gefunden, aufgeräumt, aber so richtig was passiert ist, weiß man nicht, weil man hat keine Forensiker oder kommt da nicht weiter. Dann können wir bei einzelnen Sachen, wie zum Beispiel Festplattenforensik oder diverse anderen Forensiken unterstützen, die ganze Log-Analyse auch bei uns durchlaufen lassen, Mitschnitte analysieren, bis hin zu auch dann Samples reverse-engineeren. Und wir haben sogar Experten, die dann auch mal zum Beispiel in Router reingucken können, wurde da was mit der Firmware gemacht oder auch im Bereich ICS und SCADA. Müssen wir uns dann auch ordentlich ausbauen, aber auch schon da haben wir erste Expertise, um da Incident Response zu machen und auch Analysen zu machen. Dann, vielleicht will er auch den Vorfall alleine sozusagen handeln, braucht aber Hilfe oder Unterstützung, nach was er suchen muss. Da können wir im BSI Unterstützung durch sogenanntes Threat Intelligence anbieten. Und zwar, wir haben jetzt auch Erkenntnis vielleicht aus anderen Vorfällen, sogenannte IOCs, Indicators of Compromise, und können schauen, wenn man halt einen Verdacht hat, von welcher Gruppierung der Angriff ist, was gäbe es da für andere Indikatoren, Hash-Summen, IP-Adressen, nachdem es sich lohnen würde, mal zu schauen. Das bieten wir auch grundsätzlich über die sogenannte MIS-Plattform, Malware Information Sharing Plattform, an. Da gibt es ja diverse MIS-Plattformen, an die man sich auch anschließen kann. Und wir betreiben eine, wo sich jeder registrierte Kritis-Betreiber auch anschließen kann, wo auch diverse Zerts aus Deutschland dranhängen, die dann miteinander IOCs tauschen können. Das heißt, wenn wir auch ein IOC da einstellen, kann er theoretisch schon in ein paar Sekunden auf dem jeweiligen Schutzsystem einer kritischen Infrastruktur auch schon direkt eingespielt werden, wenn sie sich das synchronisieren. Und dann natürlich auch noch von IOCs zu TTPs, also zu Tactics, Techniques und Procedures. Das heißt, dass man mal mit den Betroffenen diskutiert, wie geht so der Angreifer üblicherweise vor, die Gruppe, die er hat, was für Tools setzt er ein, muss ich so ein bisschen nach PowerShell Empire gucken, nach Cobalt Strike, oder findet man immer Mimikatz bei diesem Angreifer und wo findet man das, und so halt mit dem ein bisschen drüber diskutieren. Ja, jetzt reicht das vielleicht alles nicht, dass man da remote hilft oder sich einzelne Sachen, Images anguckt. Da muss man vielleicht auch mal vor Ort vorbeikommen. Das wäre jetzt die Eskalation, wo wir ein Vor-Ort-Team hinschicken, das dann sogenannte Mobile Incident Response Team. Hier sieht man noch ein etwas älteres Bild. Inzwischen haben wir sowohl mehr Ausrüstung als auch alles an Ausrüstung in Peli-Cases verpackt. Also wurde über die Zeit doch mehr. Und wir könnten vor Ort vorbeikommen bei einem Kritisbetreiber, bei einer Behörde oder halt, wie gesagt, auch bei einem besonders hervorgehobenen Fall und würden dann vor Ort versuchen zu unterstützen. Können in der Regel am nächsten Tag irgendwo in Deutschland vor Ort sein. Team besteht in der Regel aus Incident Response und Forensik-Experten und hat entsprechende Hardware mit dabei, um das alles vor Ort zu machen, und natürlich im Backoffice noch das Team, was das dann auch noch unterstützen kann. Ja, so die üblichen Tätigkeiten vor Ort sind natürlich Data Acquisition, das heißt, alles forensisch zu sichern oder Netzwerkverkehr mitzuschneiden, mal reinzuschauen, teilweise auch Analysen vor Ort durchzuführen, weil es gibt manche Fälle, wo man zum Beispiel keine Daten mitnehmen darf, weil die nur in der jeweiligen Organisation bleiben müssen. Das heißt, da muss man halt gucken, dass man auch entsprechende Hardware hat, um auch entsprechende Terabyte mal dort vor Ort durchsuchen zu können und auch sonst mal handeln kann, nach Indikatoren suchen kann durchs ganze Netz und dann sozusagen denen dabei zu helfen, den Vorfall zu bewältigen. Sehen wir auch gleich nochmal kurz beim letzten Punkt, da sehen wir gleich ein kleines Beispiel. Ja, dann, jetzt sind wir beim Vorfall, ist vorbei, der ist gehandelt, jetzt ist wieder der Aufbau. Da kann das BSI auch unterstützen, aber eher im Bereich zusätzliche Unterstützung. Das heißt, normalerweise, wenn man so eine komplette Komplettierung des Active Directories hatte,
kommen wir nicht um einen Neuaufbau herum. Und so ein Neuaufbau eines Active Directory mit 6.000, 7.000 Clients und am besten noch nach den aktuellen Security Guidelines, die man so hat, ist doch eher ein Jahresprojekt mit ja, 6- bis 7-stelligen Kosten. Dafür muss ich die Unternehmen dann eine Firma suchen, die ihnen das macht oder selber durchführen. BSI kann höchstens eine Zweitmeinung abgeben und auch wieder gerade für den, sage ich mal, technischen Sicherheitsbereich, also sowas wie ein ITSIB oder ein CISO, dem dann auch Rückendeckung zu geben. Wenn er nämlich sagt, wir sollten das jetzt so und so machen, die Geschäftsführung sagt, nee, das ist aber schon ein bisschen teuer. Und wenn er dann vielleicht so ein BSI-Schreiben kriegt, wo steht, dass das doch sinnvoll wäre, um nicht nochmal so genauso kommuniziert zu werden, kann das dann seine Position in den Verhandlungen mit der Geschäftsführung doch ein bisschen verbessern. Dann auch im Nachgang versuchen wir auch Sharing zu machen, das heißt, die Indikatoren daraus auch mit anderen zu teilen. Das heißt, oftmals hat man ja Angriffe, die gehen ja nicht nur auf einen einzelnen, jetzt einfach nur als Beispiel genommen, Energiesektor, auf einen einzelnen Betreiber dort, sondern meistens ja Kampagnen gegen mehrere Betreiber in diesem Sektor. Und da wollen wir natürlich auch, dass die alle über diesen Vorfall erfahren, natürlich anonymisiert. Also wir sharen Informationen grundsätzlich nur anonymisiert, es sei denn, der Betroffene will explizit genannt werden. Und dann würden wir technische Indikatoren sharen oder auch um ein Papier zu schreiben. Dann haben wir dann Vorfallsinformationen, wo dann so ein bisschen steht, was für Schwachstellen wurden ausgenutzt, welche Sicherheitsmaßnahmen hätten vielleicht geholfen, dass es nicht geknallt hätte und wie hat man den Angriff erkennen können, dass andere gucken können, wäre das bei mir auch so schlimm gewesen oder hätte ich das auch verpasst oder habe ich an den Stellen schon was richtig gemacht. Und so als letzten Punkt, den das BSI dann machen kann nach einem Vorfall ist, wir können dann in die Tiefenanalyse gehen. Das heißt, man hat jetzt einen schönen Vorfall gehabt. Also aus BSI-Sicht ist es ja meistens schön, weil wir sind ja nie betroffen, sondern sehen das immer nur bei anderen, haben interessante Angriffe gesehen, interessante Samples, interessante Schwachstellen und da kann man jetzt mal tiefer reinbohren. Das heißt, wenn man so ein Sample hat, kann man das einem Reverse Engineer geben und er kann sich da mal reinbohren mit dem Ziel, dafür Signaturen zu schreiben, die natürlich sowohl für die eigenen Schutzsysteme genutzt werden können, als auch dann wieder über die entsprechenden Sharing-Mechanismen mit anderen geteilt werden können. Und der Vorteil ist, bei uns, wir brauchen halt im Nachgang keinen Kunden, auf dessen Posten wir dann diese Analysen alles verbuchen können, sondern allein sozusagen die eine Kompetenzerhöhung und auch die Erhöhung des Schutzes der kritischen Infrastrukturen und Behörden in Deutschland reicht dafür aus, dass wir das im Nachgang machen können. Und das jetzt mal so als letzten Punkt. Ich habe es auch mal alles auf einer Grafik zusammengefasst, was so alles vom BSI bei Vorfällen geleistet werden kann. Also alles das, was ich jetzt gerade so im Einzelnen mal genannt habe, angefangen bei der Vorbereitung, über Detektion, Containment, Recovery bis Post-Incident. Und ich glaube, da bietet das BSI noch eine ganze Reihe an Maßnahmen an, die vielleicht auch alle nicht so bekannt sind. Klar, Teil davon sind nur verfügbar für die kritischen Infrastrukturen oder in besonderen Fällen. Und was hier auch nicht drauf ist, gerade bei der Detektion oder auch bei der Beratung, sind die ganzen Zusatzdienstleistungen des BSI halt für die Bundesverwaltung. Die würden da überall noch dazukommen. Das ist jetzt nur außerhalb der Bundesverwaltung, was da im Angebot ist. Ja, das mal so als Durchlauf. Was bietet das BSI bei Vorfällen an? Jetzt noch ein kleiner Exkurs, gezielte Ransomware-Angriffe. Haben wir vielleicht einige entweder selbst erlebt oder bei Kunden oder irgendwo gesehen. Unser Präsident hat das ja Emotet letztes Jahr als König der Schadsoftware bezeichnet. Kann man in der Hinsicht sehen, weil ich glaube, dass kaum eine andere Schadsoftware oder vielleicht nicht Emotet, aber die Ransomware, die dann danach kam, so viele Schäden quer durch Deutschland, auch durch alle Bereiche angerichtet hat. Wir müssen einfach mal nur ansehen, wie es abläuft. Also erzähle ich jetzt, glaube ich, hier die meisten nichts Neues. Ich habe halt einen Infektionsvektor, meistens irgendeine Art Office-Dokument. Der Nutzer startet, führt Makros aus oder es wird manchmal auch automatisiert passiert. Dieses Makro lädt dann einen Dropper. Der Dropper lädt dann ein Schadprogramm nach, bei Emotet in der Regel Trickbot. Dieses Schadprogramm macht dann diverse Aktionen auf der Platte. Und wenn der Angreifer danach fertig ist
und sich auch verbreitet hat bis auf den Domain-Controller, würde das ganze Netzwerk sozusagen die Daten dort überschreiben, löschen und dann die Ransomware-Forderung platzieren. Und mal so kurz als Ablauf, was halt so perfide ist bei Trickbot, der wertet erstmal das System aus, sammelt Daten, seit Herbst letzten Jahres auch standardmäßig so die letzten E-Mails, die der Nutzer verschickt hat in seinem E-Mail-Programm und nutzt direkt diese E-Mails, um darauf Antworten zu generieren an alle Nutzer im Adressbuch. Und so kriegt man halt E-Mails von Leuten, die man kennt, zu Mailverläufen, an denen man noch vorher teilgenommen hat, vielleicht mit halt einem nichtssagenden Satz und hier ein Dokument mit einem Dokument drangehangen, wo man sich vielleicht denkt, ja, war zwar jetzt kein Dokument, vielleicht hat er sich ja vertan, aber ich mache es trotzdem mal auf. Und was wir auch sehen, ist, dass die Nutzer das halt aufmachen und sobald der Angreifer auch interessante Organisationen, Behörden oder auch kritische Infrastrukturen gefunden hat, kommt er über dieses Trickbot halt auch zurück und macht manuell weiter. Das heißt, er loggt sich manuell ein, schaut sich um, bewegt sich im Netzwerk, versucht halt wirklich auf einen Domain-Controller zu kommen, Domain-Admin zu werden oder halt einen entsprechenden Service-Account sich die Rechte zu holen, sucht, sobald er halt diese Domain-Rechte hat, auch gezielt nach Backups, guckt, wie ist die Backup-Strategie im Unternehmen und ja, meistens dann zeitgesteuert schaltet er dann 0 Uhr deutscher Zeit mit der Verschlüsselung, dass wenn man dann morgens in die Arbeit kommt, alles weg ist und man keine Chance mehr hat, da noch irgendwas zu tun. Genau, vorher werden auch die Backups alles zerstört und wir sehen wirklich dann teilweise in den Logs, dass sich die Angreifer morgens schon um 6, 7, 8 Uhr einloggen. Man sieht den tagsüber Aktivität in den Logs und dann abends um 0 Uhr ist die Verschlüsselung dann am Laufen. Das heißt, der Angreifer hat wirklich manuell 8, 12 Stunden am Tag in diesem Netzwerk verbracht, sich umgeschaut, teilweise auch Daten abgezogen, bevor er dann verschlüsselt hat. Also wirklich viel investiert an manueller Arbeitszeit, um dann zu verschlüsseln und da auch die großen Schäden. Du hast ja gerade gesagt, sehr gutes Social Engineering. Das heißt, Ihre Mitarbeiter werden auch die Dokumente öffnen. Gab es ja auch vom Linus Neumann einen guten Vortrag auf dem CCC-Kongress, Hack the Brain, warum das so ist, warum man auch, sage ich mal, so wenig mit Sensibilisierung gegen tun kann. Aber es gibt schon so ein paar technische Ansatzpunkte, die man machen kann. Natürlich, es gibt Möglichkeiten, dass ich die Skripte in Dokumenten, in Office-Dokumente verbiete oder die Ausführung erschwere, dass ich zum Beispiel nur signierte Code ausführe in solchen Dokumenten. Und ich muss immer damit rechnen, ein Angreifer kann mal einen Client in meinem Netzwerk kompromittieren. Dann sollte ich aber so aufgestellt sein, dass er von diesem Client nicht unbedingt bis auf den Domain-Controller durchkommt, sich die ganzen Kerberos-Tickets auf den Weg holen kann, um dann sozusagen mein ganzes Netzwerk zu ownen. Und was wir leider immer wieder auch vielen Leuten erklären mussten, das Einzige, was wirklich hilft, ist Offline-Backups der Daten, die nicht irgendwo angeschlossen sind und ich muss auch die Wiederherstellung dieser Backups testen, weil also wir hatten sowohl, dass halt keine Backups da waren oder ich habe doch so viele Bänder hier, aber ich kann irgendwie keins der Bänder lesen. Ja, dann hat man halt kein Backup, wenn man das nie getestet hat. Dann muss man halt davon ausgehen, dass das auch nicht funktioniert. Und auch, was wir dann auch leider immer wieder hören, ist, ich habe doch die Daten im RAID, ich habe sie irgendwo auf meinem NAS liegen, ich habe sie doch versioniert in meiner Cloud gehabt, aber ja, der Angreifer ist halt mit Domain-Admin-Rechten in diesem Netzwerk unterwegs und kann all das machen, was auch der eigene Domain-Admin kann. Das heißt, er kann auch das alles schön überschreiben, sich auf dem Linux-Server einloggen und dort auch mal EMDD ausführen und solche Sachen. Also, und genauso in der Cloud auch mal eben alle Versionierungen rückgängig machen. Und wir sehen bei diesen halt gezielten Angriffen, die tun das auch. Die schauen sich halt vorher um. Die wollen natürlich ihren sozusagen Impact so erhöhen, dass Druck auf das Opfer so hoch ist, dass es zahlt. Und so zum Abschluss dann mal ein paar Einblicke in so einen Ransomware-Vorfall, den wir in einem Krankenhaus hatten. Da kam der Angreifer Samstag nachts vorbei, hat dann am Sonntagmorgen alles verschlüsselt. Die haben das zwar großartig erstmal selber gelöst bekommen, konnten auch wieder arbeiten, aber sie haben halt viele Systeme neu aufgesetzt und nach kurzer Zeit war schon wieder Schadsoftware drauf. Also irgendwo hatten sie noch was im Netzwerk, was sie nicht wegbekommen haben. Haben dann Hilfe angefragt. Das war jetzt so, sag ich mal, ein
hervorgehobener Fall, den wir dann angesehen haben, wo wir vor Ort unterstützen konnten. Wer sich noch an Juli 2019 erinnert, das war, wo es so 35 Grad draußen hatte, da mit viel Technik in so einem Besprechungsraum zu sitzen, gab es dann irgendwann die kurze Hosen-Policy. Ja, und was waren so die Ziele? Natürlich, irgendwas ist unterwegs, wird das noch gesteuert, ist da noch jemand aktiv, Steuerkanal finden, dann auch, wie kam der Angreifer rein? Konnten wir dann sehen, dass es halt ein vergessener RDP-Server war, der eine Schwachstelle hatte, über den der Angreifer reinkam. Dann wird sich die Schadsoftware ausgebreitet. Die hat halt noch, es war halt, hatte eine Wurmfunktion, hat sich in die Exe geschrieben, die sie gefunden hat, und hatte, war halt noch ein paar Profilen drin, Netzwerkprofilen, die halt teilweise dann auch wieder automatisch bei Anmeldung kopiert wurden. Deswegen muss man das ein bisschen dann per Hand löschen. Dann auch, wie ist der Angriff abgelaufen, was wurde alles verschlüsselt, und dem dann zu helfen, einen sicheren Zustand zu erreichen. Und hier war es halt kein also in dem Sinne gezielter Angriff. Das Krankenhaus war einfach Beifang. Also es war halt, war eins von vielen, das infiziert wurde. Die Angreifer haben gesehen, aha, AD, größere Organisation, die zahlen bestimmt auch. Und das stört sie auch nicht, dass es ein Krankenhaus war, weil das kann man noch relativ einfach sehen an den ganzen, sag ich mal, medizinischen Namen und Systemen und Software, die da drin war. Deswegen, das hat die Angreifer nicht gestört. Mal ein paar Zahlen. Was man halt dann vor Ort brauchte, war, wir hatten 5 Mitarbeiter geschickt, die auch 7 Tage am Stück, inklusive Wochenende, dann geholfen haben. Da fällt natürlich einiges an Systemen und an Daten an, die man analysieren muss. Auch das alles, was man im Netzwerk mitschneidet, wenn auf einmal so ein CT loslegt und gigabyteweise Aufnahmen durchs Netzwerk schickt, das muss man auch erstmal im Netzwerksensor ausfiltern, bevor man es in die Datenbank lockt, um sich das nicht vollschreiben zu lassen. Fällt natürlich an diversen Stellen was an. Und am Ende hatten wir halt 70 Manntage in diesen einen Vorfall investiert, bis das Krankenhaus wieder sicher arbeiten konnte. Und jetzt ganz zum Schluss nochmal so einen kleinen Realitätsabgleich. Wir erinnern uns an das Ausmaß oder halt an das Foto von eben. Ich habe so ein bisschen Rauch. Wir haben es oft, dass dann Unternehmen, sei es Mittelstand, sei es Kleinunternehmen, uns anrufen, Hilfe, 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 ich habe Ransomware auf meinem Rechner und ich habe keine Backups mehr. Und könnt ihr nicht alles wiederherstellen? Ja, das Problem ist, der hat nicht so ein bisschen Rauch, sondern seine Firma oder sein Netz steht in Flammen. Und wenn man so ans Feuer denkt und die Feuerwehr ruft und die kommt zum Vollbrand, dann würde ich auch nicht erwarten, dass, wenn die Feuerwehr da fertig ist, sie mir das dann besenrein wieder zurück übergibt und alles so wie vorher ist, sondern nee, da ist was abgebrannt und ich muss es dann wieder neu aufbauen. Und das ist so ein bisschen das, was ja, viele Leute, glaube ich, in ihre Risikobewertung nicht so ganz gesehen haben, dass so eine Ransomware, die mein ganzes Netz zerlegt, ist halt ein Totalschaden, wenn ich keine Backups habe. Genau, und halt aber der Vorteil, den man halt hat, ist, da so eine Scheune kann ich nicht mal eben kopieren, woanders lagern und einfach, wenn es abgebrannt ist, wieder dahinstellen. Mit meinen Daten kann ich es. Da gibt es Backup-Konzepte, die mir dann dabei helfen. Also Backups, Backups, Backups. Hier nochmal kurz, was wir so alles bei Ransomware gemacht haben aus dem Bereich. Klar, bieten sich nicht alles an, aber sowas wie Papiere öfters verteilt, auch die ganzen Informationen über Systeme mit Schwachstellen, über die wir gerade Ransomware-Infektionen sehen und so weiter. Das mal so als kleiner Aufschnitt, was so bei Ransomware die Schwerpunkte waren. Und jetzt so wirklich als letzte Folie die Kernbotschaften, die ich mitgeben will, dass BSI hilft. Wir bieten auch eine ganze Menge an Bandbreite, an verfügbaren Hilfen an. Aber es bringt alles nichts, wenn Sie sich nicht vorbereitet haben, weil wenn wir zum Vollbrand kommen, ist es halt zu spät. Sondern auch Sie müssen sich vorbereiten, auch Sie müssen was machen. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen. Ja, wer hat denn Fragen? Du hättest schon mal eine. Das ist schön. Weiter Hände hoch, wer eine Frage hat. Ihr habt jetzt mal die Chance, jemanden vom BSI auszuquetschen. Also lasst euch das nicht entgehen. Ja, meine Frage ist, momentan bietet ihr diesen Service ja nur für Kritisbetreiber, richtig? Ja. Gibt es Pläne, das irgendwann mal so weit auszuweiten wie Israel gerade, dass das für die gesamte Bevölkerung mal wenigstens eine Hotline gibt?
Genau, es gibt ja eine BSI-Hotline. Das ist aber eher so in Richtung Bürgerberatung, wo man so ein bisschen Hilfen bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was skaliert, wo tut man die Leute hin? Wir sind jetzt halt zum Beispiel im MIRT-Team, sage ich mal, überschlagen so ein Dutzend, plus ZERT, nochmal so ein Dutzend, plus dann technische Analysten. Das skaliert natürlich nicht, wenn auf einmal wie bei Ransomware wir 8 Anrufe am Tag kriegen, die alle Probleme haben, weil ihr komplettes Netzwerk verschlüsselt ist. Das skaliert nicht, deswegen ist das erste Konzept, was wir dann haben, ist diese Liste der qualifizierten Dienstleister, wo wir sagen können, wir können euch aktuell nur Papiere geben, aber hier habt ihr eine Liste von Unternehmen, wo wir relativ sicher sind, die helfen euch auch kompetent. Und ja, aber sowas wie eine Nummer ist noch nicht angedacht. Ja, vielen Dank für den Hinweis mit dem Backup. Ich sage den Kunden immer, der Backup ist fertig, wenn der Restore getestet ist. Genau. Was ich hier sehe, ist, eigentlich verteidigen wir hier eine Infrastruktur aus den 90er Jahren. In den USA ist es jetzt so, dass zum Beispiel die Linux Foundation mit dem Projekt über kritische Infrastruktur oder auch die Unterorganisation davon, sogar die Cloud Native Compute Foundation mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, was mir auch wieder nicht gefällt, zusammen Sicherheitspapiere aufbereitet. Die sind wesentlich weiter in den Prozessen als das, was ich hier in Europa sehe. Gibt es da Bestrebungen, jetzt zum Beispiel auf solche Organisationen mal zuzugehen, um sich mal die Strukturen in der Zukunft anzugucken, wo man nicht immer jetzt irgendwelchen Windows 95-artigen Konstruktionen hinterherläuft, die jetzt bis in die 2020er Jahre geschafft haben? Ja, das sind so zwei Probleme. Das eine ist, wir haben wenig Einfluss auf die Systeme, die halt so in Deutschland im Einsatz sind, weil da ist halt jeder für sich unabhängig. Der kleine Mittelstand hat das halt mal eingeführt, seine Produktionsmaschine, und die muss jetzt auch 30 Jahre mit Windows 95 laufen. Oder es kommt halt ein Sicherheitsvorfall zwischendurch und sie haben doch mal sozusagen das Incentive, doch mal was zu tun. Natürlich, das BSI ist im intensiven Kontakt, sei es mit einem amerikanischen Kollegen bei NIST und anderen Standardsorganisationen, auch bei den ganzen, sage ich mal, internationalen Gremien, arbeiten wir mit, um dann sozusagen Standards voranzubringen und diese Standards auch dann wieder in Deutschland hier mit einzuführen. Also gerade sowas wie jetzt die Mindeststandards, da wird ja versucht, für Kritis gewisse Sicherheitslevel zu schaffen, an die sich dann auch jeder halten muss. Die sind jetzt relativ neu. Teilweise gibt es ja erst seit Monaten, ein paar erst seit einem Jahr, und da gibt es auch jeweils dann noch eine gewisse Karenz, bis auch alle Kritis-Unternehmen sich auf dieses Niveau bringen müssen, dass sie dann auch einigermaßen sicher sind. Aber auf alles unterhalb von Kritis können wir als BSI auch nur Empfehlungen geben. Die Umsetzung ist dann wieder bei jedem Einzelnen sich selbst überlassen. Auch wenn es sicherlich keine sinnvolle Empfehlung ist, Ransomware zu bezahlen, aber gerade wenn Backups zerstört sind, würde mich mal interessieren, kannst du eine Aussage machen, in wie vielen Fällen sich die Betroffenen entschieden haben zu bezahlen, und wenn ja, ob das erfolgreich war? Also Statistiken dazu haben wir keine. Offiziell sagen wir natürlich als BSI, man soll die Ransom nicht bezahlen, weil dadurch hält man ja dieses Business gerade am Leben. Jetzt haben wir natürlich diverse Firmen gehabt, die gesagt haben, ja, meine Daten sind weg, also entweder ich bezahle sie, habe eine Chance, sie zurückzubekommen, kann weitermachen, oder ich zahle nicht und bin insolvent. Und die zwei Möglichkeiten habe ich jetzt. Und ich sage mal, wir wissen von einigen Unternehmen, die haben gezahlt und hatten auch am Ende sozusagen Schlüssel bekommen, die funktioniert haben, weil das ist ja das Geschäftsmodell. Ich muss ja was bekommen, wenn alle nichts kriegen, dann zahlt auch keiner mehr. Ich habe zwei Fragen, ganz kurz. Die erste, ist das so, dass man eine Rechnung kriegt als Kritis-Unternehmen, wenn das BSI da Leute hinschickt, oder kann ich da meine Vorbereitung mir sparen und die Kosten externalisieren an den Steuerzahler? Nein, also aktuell ist es so, dass das BSI kostenlos hilft, bis die kritische Dienstleistung wiederhergestellt ist. Okay, und die zweite Frage ist, geht das BSI denn mit gutem Vorbild voran und macht was anderes als Active Directory mit Windows und Outlook? Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Ich kann aber, glaube ich, sagen, wir haben eine ganze Menge Linux-Systeme.
Eine Frage zu Threat Intelligence. Eine Frage zu Threat Intelligence, ja. Also zum Weitergeben von Daten. Du hast da auf der Slide den Hinweis auf einen TLP-Tag. Inwieweit habt ihr da quasi Abstufungen von Informationen, die ihr rausgebt und Informationen, die ihr für euch behaltet oder die ihr mit Kritisbetreibern teilt? Also wie ist da der Prozess, um das zu veröffentlichen? Genau, also hier kurz auf die Folie. Also kurz für alle, TLP-Tag ist das Traffic Light Protokoll. Wir halten uns an dieses sogenannte TLP-Regime, dass man so nach Ampelfarben einstuft, mit dem ich Informationen teilen darf. Was wir mit anderen teilen, hängt davon ab, wie wir es bekommen. Weil wenn wir, der Sinn ja gerade von dieser MIST-Plattform ist ja gerade, wir stellen Informationen ein und andere stellen Informationen ein. Und das, was andere einstellen, das darlegen sie TLP-Tags fest. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, das ist jetzt TLP-Ember, das ist nur für die, mit denen ich es jetzt gerade teile, zum Schutz der Informationen. Dann verteilen wir es auch nicht weiter, sondern sozusagen die Quelle stuft ein und wir verteilen es entsprechend der Einstufung. Und bei unseren eigenen Daten gucken wir natürlich schon, dass wir es so weit wie möglich streuen. Wenn ich dieses Kritis miss, wird es natürlich auch mit dem Circle in Luxemburg auf dem quasi offenen MISP drauf. Wenn man da mal drauf geht, wird man auch sehr viele Events von Zerbund finden, wo auch Informationen sozusagen weltweit geteilt werden durch uns. Und wir versuchen natürlich so offen wie möglich und soweit es geht. Ja, vorhin gab es ja dieses ganze Schaubild mit den einzelnen Modulen, das, was ihr macht. Und vieles davon ist ja auch ein bisschen reaktiv. Ne? Es gibt irgendeine Sicherheitslücke und dann fängt man an mit Action. Gerade wo wir gerade auch auf Open Source und solche Geschichten gesprochen haben, gibt es bei euch denn, ich sag mal, wenigstens Budget- und Ressourceneinsatz, dass man sagt, es gibt etablierte Open Source Sachen und wir nehmen Auditierung, also Mittel zur Auditierung, um das Sicherheitsniveau dieser Produkte zu erhöhen, unabhängig, ob wir sie vielleicht selber einsetzen, weil wir glauben, dass es gut wäre, wenn sie in der Masse mehr verbreitet wären. Ja, also das gibt's. Also es gibt ja diverse Projekte im BSI, wo dann so genau sowas gemacht wird. Soll ich auch sowas wie jetzt hier GPG-Weiterentwicklung oder GNU-PG für Windows, dass es auch für VSNFD genutzt werden kann, sowas. Also da wird in Open-Source-Projekte investiert und teilweise auch dann ja, Sicherheitsanalysen halt von Open-Source-Projekten gemacht, die zum Beispiel in Behörden eingesetzt werden. Ja, eine Frage, das Beispiel Krankenhaus und Ransomware, wenn das MIAT da hinkommt, wie ist denn das mit den Patientendaten? Also wenn da Gigabyte oder Terabyteweise Daten aus dem Krankenhaus rausgetragen werden zum BSI, sind da sicherlich auch sehr vertrauliche Daten, weil wie wird damit umgegangen in so einem Fall? Richtig, in dem Fall sind wir als MIRT der Dienstleister, machen die Datenverarbeitung dann und im MIRT haben wir den Vorteil, was heißt Vorteil? Wir sind erstmal von der DSGVO ausgenommen, das heißt im Vorfall können wir mehr machen, können die Daten verarbeiten. Aber natürlich ist es klar, wir analysieren, wir gucken, was gab es für Schadsoftware, wie ist der Angreifer vorgegangen. Das Krankenhaus kriegt den Report und danach werden die Platten bei uns halt alle überschrieben und nicht mehr gespeichert. Sind noch Fragen? Ja, meine Frage, wie überschreibt ihr Festplatten? Da haben wir Geräte für, wo ich die einfach nur einspanne und die halt stundenlang geschreddet werden. Okay, was machen die genau? Also wie, nach welchen Standards gehen die vor? Sind das immer noch die alten Standards mit 6-mal überschreiben? Oder? Nee, aber die überschreiben Sektor für Sektor. Letzte Chance. Sind die Folien nachher online? Ja. Okay. Gibt ja auch den Stream noch und noch eine Frage. Eine Bemerkung noch, in Italien gab es in den, glaube ich, 80er, 90er massiv Entführungsfälle von der Mafia und anderen und die Italiener haben dann ein Gesetz gemacht, dass es verboten ist, diese Sachen zu bezahlen und daraufhin haben versucht natürlich die Familien das heimlich zu bezahlen und das wurde dann darüber verfügt, dass das Vermögen der Familien eingefroren wird für den Zeitraum. Das würde ich auch für Ransomware tatsächlich empfehlen, dass es verboten wird, Ransomware-Vorfälle zu bezahlen und dass das Vermögen der Firmen in dem Moment kontrolliert wird, dass diese Bezahlung auch nicht stattfindet. Das wird ein paar Mal richtig wehtun, aber in Italien hat es dazu geführt, dass die Entführungen heute kein Problem mehr sind. Die haben dann irgendwann aufgehört. Es ist eine sehr harte Maßnahme, aber eigentlich sehe ich keine andere Möglichkeit, das Problem loszuwerden.
Ja, schon hart, aber wir haben hoffentlich noch andere Möglichkeiten aktuell. Allein schon, es gibt noch, glaube ich, genug Schutzmechanismen, die man auch vormachen kann und vor allem Backups, dann brauche ich auch nicht zahlen. Ich hätte noch eine ganz fiese Frage. Darf ich? Ja. Warum soll ich dem BSI vertrauen, wenn es dem Innenministerium unterstellt ist? Weil wir aus unserer Sicht unabhängig genug sind. Bisher wenig oder noch gar nichts in Richtung Innenministerium gegeben haben. Wir arbeiten ja auch mit den anderen Behörden wie BKA nur zusammen, wenn das Opfer das auch will. Das heißt, wir haben zig Fälle, wo das die Polizei nichts von wissen. Ist auch genauso andersrum. Nur weil das ein Landeskriminalamt irgendwo beim Vorfall ist, auch beim Kritisbetreiber, müssen wir uns nicht dazu holen. Und das läuft halt immer eigen. Damit schließe ich den Talk. Vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus.